Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wer wie die meisten hier klimaschädlicherweise morgens mit dem Auto nach Düsseldorf kommt, der kann oder sich in seiner Staatskarosse herchauffieren lässt, kann es auf den Ausfallstraßen schon bewundern. Es gibt eine Lücke bei den Städtepartnerschaftsschildern. Der CDU-Bürgermeister Keller hat nämlich vor einigen Wochen mit großem Medientamtam Moskau abhängen lassen und will das dem Vernehmen nach jetzt durch eine ukrainische Provinzstadt ersetzen. Herr Keller ist mit seinen, nennen wir es, Kriegsbemühungen aber bei weitem nicht alleine. In den Kühlregalen der Edeka-Kette wurde das Eissandwich Moskauer Art der Eigenmarke Gut und Günstig jetzt in Eissandwich Kiewer Art umbenannt. Andere Superbemärkte nennen russisch Brot jetzt nur noch Brot, Dorfbäckereien russisch Zupfkuchen nur noch Zupfkuchen. Eine Oldenburgerin duscht im Eimer stehend, um das Wasser später als Toilettenspülung nutzen zu können, wegen Putin und so. Und auch hier berichtet die Qualitätspresse begeistert. Bild der Frau wiederum denkt diesen Ansatz konsequent zu Ende und fragt, Zitat, unter der Dusche urinieren, sollten wir das wirklich tun? Schließlich können viele Linke jetzt ihr traditionell gespaltenes Verhältnis zur Körperhygiene zu tugendhafter Kriegsanstrengung verklären oder, wie es neulich der Spiegel zitieren ließ, sich waschen ist historisch völlig überschätzt. Ja, meine Damen und Herren, man wundert sich, dass Putin und die Russen dieser geballten, ungewaschenen, ungeduschten Übermacht bisher noch nicht erlegen sind. Aber es ist der Schoß dieses Denkens, dieses neuen Spießbürgertums, das seine Häuser neben Regenbogen jetzt auch noch blau-gelb beflaggt, der auch aus diesem Antrag der Grünen und ihrer drei Vorfeldorganisationen weht. Herr Kollege, ich muss Sie gerade unterbrechen. Es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage aus den Reihen der SPD. Möchten Sie die zulassen? Sehr gerne. Kollege Neumann hat das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Trittschler, Sie haben eben in Ihrem Eingangsstatement ja bemängelt, dass Menschen mit dem Auto oder mit der Karosse, wie Sie es ja hier negativ dargestellt haben, nach Düsseldorf kommen. Stimmt es, dass AfD-Abgeordnete mit dem Flugzeug über Moskau in die Krim geflogen sind? Herr Trittschler, ich kann auch für mich sprechen. Ich bin mit dem Auto in die Ukraine gefahren, aber ich weiß nicht, was andere gemacht haben. Trotz intensiven Studiums findet man dort wenig Inhalt, aber immerhin einen richtigen Satz. Zitat, das Bundesland NRW hat keine genuinen außenpolitischen Kompetenzen. Zitat Ende. Und damit ist eigentlich auch alles gesagt, was zu sagen wäre, aber eben noch nicht geschwätzt. Weshalb Sie diese Erkenntnis auf satte 4 Seiten gestreckt haben. Freilich werden Sie mit diesem Machwerk niemandem helfen. Er wird nicht einem einzigen Zivilisten oder Soldaten das Leben bewahren. Er hat nur einen einzigen Zweck und das ist billigste Selbstbeweihräucherung. Und zwar, das ist hier das Verwerfliche, auf den Rücken von Menschen, die unter einem Krieg leiden. Meine Damen und Herren, von CDU, SPD, Grünen und FDP, wenn Sie den Menschen in der Ukraine helfen wollen, dann machen Sie das. Ich kann das nur unterstützen. Nehmen Sie zum Beispiel einen Flüchtling bei sich auf oder spenden Sie von Ihrem eigenen Geld oder machen Sie das, was einige Kollegen aus meiner Fraktion schon vor Monaten gemacht haben. Sammeln Sie Geld, legen Sie was dazu und bringen Sie Hilfsgüter ins Kriegsgebiet. Das ist natürlich nicht so billig und einfach wie so ein kleiner Antrag und deshalb machen Sie halt wieder lieber das mit den Fähnchen. Der Antrag gipfelt dann in dem schönen Satz, der Landtag beauftragt die Landesregierung, vorbereitende Gespräche zu führen und eine Regionalpartnerschaft auf regionaler Ebene anzustreben. Meine Damen und Herren, die Welt schaut in tiefer Dankbarkeit auf Düsseldorf. Vielen Dank. In Wahrheit geht es aber doch um etwas ganz anderes. Sie brauchen Schuldige, Sie brauchen einen Sündenbock für die Folgen Ihrer eigenen jahrzehntelangen idiotischen Politik. Nicht, dass am Ende noch jemand auf die Idee käme, die EZB oder ihre Euro-Rettungspolitik wäre hauptursächlich für die Inflation. Nein, der Russe ist schuld. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt, ihre, und ich zitiere, die dümmste Energiepolitik der Welt zu hinterfragen. Nein, der Russe ist schuld.
Putin ist schuld. Er ist sogar schuld daran, dass Sie, meine Damen und Herren, uns völlig abhängig von ihm und seinem Gas gemacht haben. Und es ist diese Selbstgefälligkeit, die so unappetitlich ist an dieser Politik, meine Damen und Herren, diese Kriegsbegeisterung von überwiegenden Wehrdienstverweigerungen. Sie unternehmen keinerlei Anstrengungen, diesen Krieg zu beenden. Nein, Sie instrumentalisieren ihn, Sie nutzen ihn für Ihre Zwecke. Und keine Frage, bevor jetzt gleich wieder irgendwas unterstellt wird, Russland hat diesen Krieg begonnen und das ist verwerflich, Punkt. Aber wer jetzt Menschenleben retten will, meine Damen und Herren, der bemüht sich um Frieden. Und diesen Frieden werden Sie nicht gegen Russland bekommen. Das nennt man Realpolitik. Weder Scholz noch Baerbock noch Marie-Agnes Strack-Zimmermann werden Russland besiegen. Daran sind schon andere Größenwahnsinnige gescheitert. Wer es ernst meint und den Menschen in der Ukraine und in Russland helfen will, der kämpft für Frieden und Verhandlungen und macht keine billigen Schaufensteranträge auf dem Rücken von Opfern des Krieges. Das überlassen wir Ihnen, meine Damen und Herren. Vielen Dank.